Willkommen zum Seeblatt-Einsteiger-Workshop, den ich am 19. September in Hamburg im Rahmen des Joomla.de gehalten habe. Die ersten 24 Minuten dieses Workshops haben leider keine Tonspur und da es ein paar Anfragen gab, habe ich die Möglichkeit wahrgenommen, diese ersten Minuten nachzuvertonen. Mein Name ist Elisa Feutin, ich bin Diplom-Kommunikationswirtin und Mediendesignerin für Digital- und Printmedien. Ich komme aus dem wunderschönen Nürnberg, arbeite seit 2011 mit Seeblatt. Seit 2009 bin ich mit Designbengel selbstständig und arbeite mit Joomla seit 2006. Beginnen wir mit dem Workshop. Für alle, die es noch nicht kennen, Seeblatt ist ein Content Construction Kit, entwickelt von der Firma Octopus aus Frankreich. Das Grundprinzip eines solchen Systems ist es, kein zentrales Eingabefeld zu haben, sondern die Inhalte wie in einem Baukasten auf einzelne Felder aufzuteilen. Der Vorteil ist einfach der, dass derjenige, der die Seite letztendlich bearbeitet, nur die Felder sieht, die er wirklich braucht und somit die Eingabe vereinfacht wird und dementsprechend auch die volle Kontrolle über die Ausgabe stattfinden kann. Seeblatt integriert sich nahtlos in Joomla. Das heißt, dass viele Bereiche des Systems direkt mit Seeblatt angesteuert werden können und viele Erweiterungen können dann durch Seeblatt ersetzt werden, sodass man den Wartungsaufwand einer Webseite deutlich reduzieren kann. Ein tolles Merkmal von Seeblatt ist es auch, dass man eine komplette Inhaltsverwaltung im Frontend anbieten kann und der Kunde mit dem Backend einfach nicht mehr in Berührung kommen muss. Dadurch, dass im ersten Teil der Aufnahme der Ton fehlt, kann es jetzt natürlich zu Sprechpausen kommen, immer wieder werden Fragen gestellt werden. Im nächsten Teil jetzt der Aufnahme wird geprüft, ob jeder eine lokale Installation mit installierter Seeblatt-Komponente parat hat, um mit dem Workshop zu beginnen. Wie Seeblatt im Groben aufgebaut ist und funktioniert, würde ich jetzt gerne in einem Beispiel zeigen. In der Live-Demo sieht man, wenn man jetzt auf einen neuen Beitrag klickt, öffnet sich ein Pop-up mit einer Auswahlmöglichkeit, welcher Inhalt genau erstellt werden soll. Wenn man dann auf Artikel geht, sieht man im direkten Vergleich zum Joomla Core auf jeden Fall einen optischen Unterschied. Jeder dieser Eingabefelder kann mit Seeblatt jetzt dann im Nachhinein verändert werden, also entfernt werden, eingeblendet werden, ausgeblendet werden und so weiter. Ich schließe das jetzt und wechsle zur Komponente Seeblatt. Wenn ich nun in der Komponente Seeblatt auf Content-Typen Artikel aufrufe, sehe ich oben verschiedene Reiter. Diese Ansicht wirkt im ersten Moment sehr komplex, aber sobald man sich einen Überblick gemacht hat, ist das sehr komfortabel aufgebaut.
Im ersten Tab findet man die Felder vom Admin-Formular. Alle Felder, die man hier sieht, stehen im Backend zur Verfügung, befüllt zu werden. Man kann an der Stelle Bilder hinzufügen, entfernen oder auch einfach nur verbergen. Gibt es noch einen zweiten Tab für das Frontend-Eingabeformular, welches hier Seite-Formular heißt in der deutschen Übersetzung. An dieser Stelle kam dann noch eine Zwischenfrage bezüglich der deutschen Sprachdatei für Seeblot, die über Transifex zu erreichen ist. Der Workshop wurde mit deutschen Sprachdateien aufgebaut, aber grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, immer mit der englischen Sprachdatei zu arbeiten, weil man dann einfach viel besser international darüber sich austauschen kann oder auch einander helfen kann, wenn es mal irgendwo hakt. Aber auf jeden Fall geht man hier auf Ressourcen, auf Translations und unter Transifex sieht man dann oben einen Link. Hier unter Translations ganz oben kann man dann die deutsche Sprachdatei erreichen. Der dritte Tab ist dann dafür zuständig für die Ausgabe von Einleitungen. Das heißt zum Beispiel die Ausgabe im Kategorieblock. Und der vierte Tab ist dann die Ansicht für die Artikeldetailseite. Joomla hat verschiedene Content-Typen, die mithilfe von Seeblot erweitert und angepasst werden können. Es werden zum Beispiel Artikel, Kategorien, Benutzer und Benutzergruppen. Im Workshop selbst werden wir dann einen komplett eigenen Inhaltstypen-Auto erstellen. Aber dadurch, dass man jetzt zum Beispiel den Joomla-eigenen Content-Typen-User anpassen kann, kann man dann die Registrierung vom Benutzer durch beliebige Felder erweitern
oder die Kategorie und so weiter. Hier habe ich in der Präsentation nochmal die Tabs dargestellt, die ich vorhin erläutert habe. Die Eingabe von Inhalten im Backend oder im Frontend und dann die entsprechende Ausgabe im Intro oder in der Artikeldetailansicht. Jeder dieser Tabs hat dann zudem nochmal einen dazugehörigen Tab auf der rechten Seite. In der Konfiguration werden abhängig von der Ansicht noch weitere Einstellungen vorgenommen. Unter Felder werden die Felder für eine Ausgabe bestimmt und unter Template wird gewählt, mit welchem Template die Ausgabe im Content-Bereich stattfindet. Das muss man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Template im Template. Cplot nimmt nur Einfluss auf den Content-Bereich und wird standardmäßig mit einem Template ausgeliefert, das SEP1 heißt. Das kann ich jetzt auch dann nochmal gleich zeigen. Wenn ich jetzt in den Artikel reinklicke, dann kann ich unter dem Button Positionen dann sehen, welche Möglichkeiten ich habe, meine Felder auszugeben. Im Endeffekt bestimmt das Template einfach die Position meiner Felder. Im Bereich für Fortgeschrittene kann man dann auch eigene Templates schreiben oder Template Overrides anlegen. Aber dafür ist der Workshop dann zu kurz gewesen. So viel auch jetzt erstmal als grober Überblick über die Komponente Cplot. Alles Weitere machen wir jetzt Learning by Doing. Wir werden jetzt in diesem Workshop ein kleines Autoverzeichnis auf Basis von Quartettkarten erstellen. Der Vorteil ist eine leichte Pflege und wir werden auch, wenn wir es zeitlich schaffen, eine erweiterte Suche anlegen. Im ersten Schritt legen wir eine Kategorie an, in die dann unsere Beiträge automatisch abgelegt werden sollen. Dazu gehen wir ganz normal, wie wir es gewöhnt sind, auf Inhaltkategorien, auf den grünen Neubutton und erstellen eine Kategorie mit dem Namen Auto und notieren uns dann später die Kategorie-ID. Als nächstes gehen wir in die Komponente Cplot und legen uns einen App-Ordner an, indem wir auf App-Ordner-Manager klicken. App-Ordner sind zum einen für die Ordnung und Struktur in unserem Projekt sehr wichtig. Wir erleichtern uns dann später den Workflow, wenn wir von Anfang an mit System an die Sache rangehen. Zum anderen können wir die App, die wir dann in diesem App-Ordner erstellen, exportieren und auf anderen Webseiten installieren, die mit Joomla und Cplot laufen. Dazu gehen wir also auf den grünen Neubutton und dann geht ein Pop-up auf.
Unter 1 tragen wir den Namen der App ein, die in diesem Fall Autor ist. Unter Elternelement wählen wir Cplot Apps aus. Unter 3 legen wir fest, ob die App später exportiert werden kann. Hier wählen wir Ja aus. Unter 4 finden wir eine Option, um Contenttypen auf Basis dieser App zu erstellen. Das zu erklären geht jetzt ein bisschen zu weit. Außerdem brauchen wir es jetzt erstmal für den Workshop nicht. Und wir klicken jetzt hier einfach mal auf Nein. Unter 5 stellen wir ein, auf welche Elemente die App zugreifen kann. Da wählen wir mal alle aus. Alles, was wir hier übrigens einstellen, können wir auch im Nachhinein noch verändern. Auf der rechten Seite unter 6, 7 und 8 können wir dann noch ein Icon für die App gestalten. Hier wählen wir uns eine Farbe aus, tragen 2 Buchstaben unter 7 ein und wählen eine Schriftfarbe unter 8. Wenn ich das jetzt dann speichere, dann sieht man in der Übersicht, wie sich diese Einstellung auswirkt. Hier sehen wir jetzt nach dem Speichern die Übersicht von den Apps und dann sieht man in der Mitte den Icon, den wir generiert haben und auf der linken Seite der Pfeil, der ist dann dafür zuständig, dass man die App später exportieren kann. Als nächstes klicken wir dann in der Komponente Cplot auf Formular und Inhaltstypen bzw. Formen Content Types, um unseren Content Typ Auto zu erstellen. Dazu klicken wir dann auf den grünen Neu-Button und dann öffnet sich dieses Pop-up und wir erstellen jetzt den neuen Content-Typen auf Basis von einem komplett leeren Formular. Also man kann auch auf Basis von einem Artikel was erstellen, aber wir fangen jetzt hier einfach mal komplett von vorne an und erstellen einen leeren Content-Typen. Jetzt kommen wir zu der Ansicht, die ich vorhin mit den Tabs erklärt habe. Unter Titel geben wir hier Autor ein, unter App-Ordner wählen wir Autor aus und klicken dann gleich auf Speichern. Das hat den Vorteil, dass der Content-Typ ab sofort weiß, zu welcher App er gehört und die Felder entsprechend richtig ablegt. Wenn wir dann auf das blaue Plus-Icon klicken, erstellen wir ein neues Feld. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Folie zum neuen Feld erstellen. Also wir klicken auf das blaue Plus
Und dann öffnet sich wieder ein Pop-up. Unter 1 geben wir den Feldnamen an. Unter 2 wird automatisch der Alias befüllt, wobei ich im Workflow immer gerne den Namen der App vor den Alias setze, um eine noch bessere Struktur zu haben. Zum anderen muss der Alias immer einmalig sein. Und wenn ich dann irgendwann Felder habe, die gleich heißen, bewahre ich so besser den Überblick. Unter 3 ist im Normalfall dann die App automatisch richtig ausgewählt. Und unter 4 lege ich fest, um welchen Feldtyp es sich handelt. Die Grundinstallation von Seeplot kommt mit einer Vielzahl vordefinierter Feldtypen. Ein paar davon lernen wir jetzt dann gleich am Beispiel kennen. Jetzt kommen wir auch gleich zu unserem ersten Feld, das auch gleich eine Besonderheit hat. Wir speichern dieses Feld nämlich gleich in dem gleichen Feld, in dem der Artikeltitel gespeichert wird. Dazu geben wir unter Titel den Kartennamen ein, also Kartenname. Im Alias-Feld ergänze ich hier noch den Alias und den Präfix Auto. Das muss wie gesagt nicht sein, erleichtert aber bei größeren Projekten die Arbeit. Dann stellen wir sicher, dass unter App-Ordner automatisch Auto ausgewählt wurde. Den Feldtyp belassen wir bei Text und im Bereich Speicherung bzw. Storage klicken wir dann auf den blauen Doppelpfeil und wählen hier Title aus. Das Storage ist hier nochmal ein Thema für sich. Für das, was wir jetzt bei dem Workshop machen, werde ich nicht näher drauf eingehen. Aber im Grunde ist das Storage eben dafür zuständig, dem Feld zu sagen, wo es in der Datenbank gespeichert wird. Man kann auch externe Datenbanken anbinden und so weiter. Aber jetzt für den Workshop ist für uns das jetzt nur wichtig, dass wir hier über den blauen Doppelpfeil die Standard-Joomla-Artikelfelder erreichen können. Und wenn wir dort nichts auswählen, dann wird dieses Feld automatisch von Seeplot befüllt. Für den Workshop selbst wurden in der Zwischenzeit dann auch noch Quartettkarten an die Teilnehmer ausgeteilt, um später die Eingabe der ganzen Daten zu erleichtern. Und aufgrund der technischen Probleme fehlte bis zu dieser Minute leider die Tonspur. Die ist auch gleich wieder da. Die Fragen, die in der Zwischenzeit gestellt wurden, kann ich leider nicht mehr rekonstruieren. Aber ich danke euch allen fürs Dranbleiben und ich gebe jetzt ab bis zur Live-Aufnahme. Ab Minute 24 circa ist die Aufnahme dann auch mit Ton für euch verfügbar. Danke, tschüss! Hier, wenn ich auf diesen Doppelpfeil draufklicke, dann habe ich die Standard Datenbanktabellen von Joomla und dann kann ich sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel bei diesem Feld Kartenname, den wir jetzt bearbeiten, ich möchte, dass das automatisch im Joomla-Artikeltitel gespeichert wird. Ich kann dann das gleich mitnutzen. Ich kann auch später, legen wir noch ein Feld für die Kategorie an und dann sagen wir haben vorhin ja die Kategorie Autos angelegt, und dann sagen wir, ich möchte aber, dass das standardmäßig in der Kategorie 10 abgelegt wird. Und dann wähle ich hier Cat-ID aus und dann wird es automatisch dort abgelegt. Ja? Das kann man auch machen. Ich bin aber jetzt eher in der Designer- und Marketing-Ecke. Das sind Optionen, mit denen ich mich noch nicht so extrem beschäftigt habe. Genau. Entweder die Standard oder später sehen wir können einfach das so speichern, ohne unten was einzugeben und dann wird automatisch der Alias unten eingetragen und wird automatisch eine Tabelle erstellt in der Datenbank. Können wir nach dem Vortrag, kann ich mal im PHP-MyAdmin das zeigen, wie das aussieht. Aber Storage ist viele Optionen,
viel, was man auch später beachten muss, aber jetzt für die Basis brauchen wir das jetzt noch nicht wissen. Okay, also gehen wir unten auf diese Doppelpfeile und wählen Titel aus bei diesem Feld. Und dann gehen wir aber gleich nicht auf Speichern schließen, sondern auf Speichern nur neu, weil wir zack, zack alle Felder hintereinander anlegen. Jeder durch? Jemand Probleme? Super, toll. Also, nächstes Feld ist die Automarke. Da gibt es jetzt eine Besonderheit. Ihr habt ja die Karten. Sucht euch eure Nachbarn zusammen und besprecht, welche Automarken ihr habt und tragt die dann später hier unten ein. Also erst Titel Marke, dann den Alias eintragen und als Feldtyp wählen wir Select Simple aus auf Englisch oder auf Deutsch heißt es dann Auswahl einfach. Select Simple oder... Dann gehst du einfach auf das Plus nochmal für ein neues Feld anlegen und dann kannst du das Feld dann nochmal neu anlegen. Also wir können auch eben einfach auf Speichern neu gehen, dann bleiben wir im Pop-up drinnen. Genau, neues Feld, Titel, Marke. Dann den Alias eintragen oder so lassen. Sicherstellen, dass der App-Ordner Auto weiterhin ausgewählt ist, sollte voreingestellt sein. Und beim Typ wählen wir Select Simple aus oder Auswahl einfach, je nachdem, welche Sprache ihr habt. Und dann seht ihr unten links Optionen. Also es wird später ein Dropdown-Feld sein und unter Optionen kann man dann festlegen, was steht in dem Dropdown-Feld drinnen. Und dann nehmt ihr einfach mal von euren Karten, die in der Umgebung sind, fragt ihr mal nach, was habt ihr so? Lamborghini, BMW, Bugatti. Für weitere Optionsfelder einfach das grüne Plus drücken und man kann die auch entfernen eben und mit dem blauen Button verschieben von der Reihenfolge. Und was man noch machen kann, ist bei Auswahl Label, steht bei euch voreingetragen, Select an Option. Da kann man dann bitte wählen schreiben oder wählen Sie eine Marke oder hier, keine Ahnung. Das wird dann das sein, was man erst als erstes in einem Dropdown-Feld sieht. Übrigens bei Standardwert oben könnte man ja dann irgendwas vorausgewählt lassen. Wenn der Kunde hauptsächlich BMWs hat oder irgendwas, dann kann man ja das schon mal als Standardwert anlegen und dann nur bei Ausnahmen verändern. Und dann gehen wir wieder auf Speichern neu. Hand heben, wenn man noch nicht fertig ist. Okay, ich warte. Bei Auswahl-Label, das wird der Text sein, der auf dem Dropdown-Feld steht, bevor man was ausgewählt hat. Und da kann man einfach was hinschreiben, wie wählen Sie eine Automarke aus oder bitte wählen. Genau. Benenn es einfach mal anders. Oder hast du schon auf Speichern gedrückt? Nö. Oder auf Schließen nochmal kurz. Und hier nochmal hier auf den Stift drauf, vorne. Okay, läuft. Alles gut? Und jetzt genau auf das Plus draufklicken.
Ja, da kommen wir als nächstes zur nächsten Folie. So, als nächstes machen wir das Modell, also das ist dann das, was hinter Mercedes, Audi, BMW steht. Da definieren wir nochmal genauer, was das für ein Auto ist. Titel, Modell, Name, Auto, Modell. Und sonst geben wir nichts mehr ein, das passt. Einfach speichern und neu. Ja? Ja, gute Frage. Genau. Also man kann, die Frage war, kann man Felder voneinander abhängig machen? Und das ist eine sehr gute Frage, weil das ist super möglich. Man kann zum Beispiel sagen, man kann eine Liste machen von Automodellen, die bei BMW verfügbar sind, mit so, wie wir es vorhin gemacht haben, mit dem Dropdown-Feld, und sagen, blende dieses Dropdown-Feld aber nur ein, wenn ich BMW auswähle, oder eine Liste mit Audi-Modellen. Und was noch möglich ist, genau, dann hat man keine, also wir machen es jetzt nur als Texteingabe, die Felder werden vielleicht auch nicht so sinnvoll sein, wie ihr später sehen werdet, wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit mit einem Dropdown-Feld auswählt, das ist ein bisschen mühsam, aber ich will einfach nur mal ein Beispiel zeigen, welche Feldtypen es gibt und was man da so machen kann. Bei Automodellen, wenn man das jetzt professionell machen würde, würde man wahrscheinlich eine Datenbank hernehmen mit allen Automodellen, die es auf der Welt gibt, und eine Datenbanktabelle mit allen Automarken, die es so gibt, und dann nicht die Optionsfelder mit der Hand befüllen, sondern auf die Datenbank zugreifen. Auch dafür gibt es ein Feld bei cplot, das heißt Select Dynamic. Okay, das Feld war ja recht einfach. Ich gehe davon aus, dass alle durch sind. Okay. Dann geben wir jetzt die Maximalgeschwindigkeit an, die auf den Quartettkarten angegeben ist. Maximale Geschwindigkeit. Alias angeben. Und beim Typ wählen wir aus. Im Englischen heißt es Select Numeric, glaube ich. Und im Deutschen wählen, Zahlen, irgendwas mit Zahlen. Hat jeder das Feld gefunden? Wenn nicht, dann kann ich ein bisschen helfen kommen. Ja, okay, super. Im Englischen Numeric, genau. Vielleicht weiter unten. Da. Es ist recht weit unten. Das sind ja so fette Überschriften unter Wähle. Das ist die drittletzte Überschrift und dann Zahlen. Alle Felder angelegt? Super. Gut. Das ist jetzt ein Feld, das erstellt uns auch ein Dropdown, aber wir müssen nicht jede Option eintragen, sondern wir können sagen, starte bitte bei der Zahl 200 in einer Schritten und Ende ist bei 410. Das habe ich mir vorhin bei den Karten abgeschaut, dass keins, ah nee, doch, 410. Also die kleinste Zahl, Start 200, Schritt 1, Ende 410. Bei Auswahllabel können wir dann sagen, wählen Sie eine Geschwindigkeit oder bitte wählen. Bei Label können wir später das Feld, also das Feld erhält eigentlich die Beschriftung vom Titel maximale Geschwindigkeit. Wir können aber dann sagen max.kmh und dann wird das neben das Feld angezeigt. Also man kann es nochmal überschreiben, den Titel mit dem Label. Genau. Alles angelegt? Okay. Dann nehmen wir noch PS. Das ist jetzt vielleicht nicht so glücklich gewählt, weil, weil ich jetzt eine Texteingabe mache und wir wollen eigentlich nur Zahlen.
Es gibt natürlich eine Möglichkeit, das dann zu validieren, aber das machen wir jetzt nicht. Wir tragen das einfach dann später sauber ein. Und dann sagen wir PS, tragen den Alias ein, Typ ist Text und unter Maximallänge, das Einzige, was man jetzt noch ein bisschen einschränken kann, ist eben 4 eintragen, dann kann man schon mal nicht mehr als 4 Buchstaben eintragen, Zahlen. Genau, das sind unter Maximallänge definiert man, wie viel Text man ins Eingabefeld eintragen kann. Bitte? Wir tragen nur Zahlen ein, also da müssen wir halt jetzt dann dran denken, dass da auch wirklich nur eine Zahl drin steht. Wenn wir einen Kunden dann auf das Feld loslassen, müsste man halt eine Validierung einfügen. Ist alles später möglich. Oder ein anderes, vielleicht fällt einem ein anderer Feldtyp ein aus der Liste. Vielleicht sogar auch aus einer Datenbank oder nee, keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, eine Validierung machen. Und wieder speichern neu. Alle durch? Super. Und jetzt legen wir ein Feld an vom Typ Bild. Da werden wir dann ein Foto hochladen vom Auto. Als Titel tragen wir Bild ein. Wieder Alias und unter Typ wählen wir Image aus oder Bild. Super. Dankeschön. Das ist mein erster Vortrag, ne? Also, bei den blauen Info-Is nur kurz erzählt. Unter Ordner können wir festlegen, welchen Ordner das abgelegt wird. Wenn wir jetzt da noch mehr Ordnung schaffen wollen, können wir da Images, Autos angeben oder irgendwas. Aber da gibt es noch eine ganz andere Option, um Ordnung zu schaffen. Und zwar, man kann einen Ordner pro Inhalt erstellen lassen. Das macht dann cplot automatisch. Er legt dann die Bilder unter der Artikel-ID ab. Also dann wird dann heißen Images 10 und dann ist da mein Bild drinnen. Den Ordner muss ich nicht extra anlegen, der wird dann beim Hochladen erstellt. Unter einen Ordner pro Nutzer könnte ich das dann auch nochmal auf Nutzer runterbrechen, wenn ich wollen würde. Und dann gibt es ganz, ganz viele Einstellungen unten. Die lassen wir jetzt erstmal. Da kann man definieren, wie groß, also das Bild wird dann auch optimiert automatisch von cplot. Dann kann ich sagen, wird es automatisch zugeschnitten. Auf welche Größe wird es zugeschnitten? Da kann man bis zu, ich glaube, 10 Thumbnails anlegen. Und dann macht das cplot für mich. Das ist auch ein sehr großer Vorteil, weil ich weiß nicht, für mich ist das Komplizierteste, was ich einem Kunden zu erklären habe, wie lädt er ein Bild ordentlich hoch mit einer ordentlichen Dateigröße und ja, richtig zugeschnitten und so weiter. Und da ist wirklich der Vorteil, dass das automatisch passiert beim Upload. Sehen wir später dann auch live. Der grüne Pfeil zeigt eigentlich auf so einen blauen Text. Da steht, wie nutzt man dieses Feld oder ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt auswendig. How to set up this field. Da ist dann alles beschrieben. Also jede einzelne Funktion vom Feld ist beschrieben. Diesen blauen Text sieht man bei jedem Feld. Also da kann man sich dann Hilfe holen und schauen, was kann ich denn eigentlich mit diesem Feld überhaupt anstellen und wie ist da das Setup. Also wie gesagt, wir machen jetzt nur Bild und vom Typ Bild und fertig, speichern neu. Das mit den Thumbnails können wir ein andermal daheim machen. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Feld. Wir machen nicht alles von den Quartettkarten, sonst wären wir nicht fertig. Wir legen jetzt noch ein Feld an vom Titel Kategorie. Schreiben als Standardwert
die Kategorie rein, die wir erstellt haben. Also bei einer neuen Installation ist es wahrscheinlich die 10. Und wenn jemand aber das auf irgendeiner bestehenden Seite installiert hat, dann wird es vielleicht eine andere ID sein. Notfalls geht nochmal aufschließen, schaut nochmal sicherheitshalber nach. Und da, in der Kategorieübersicht sieht man auf der rechten Seite, welche ID das hat. Also bei 9 ist es wahrscheinlich 10. Ja, man kann auch erst speichern, gucken und es dann später eintragen. Beziehungsweise, oh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, weil wir müssen das Storage noch auswählen. Ich weiß nicht, ob das nachträglich änderbar ist. Schauen wir gleich. Das kann man nachträglich ändern, dann ist alles gut. Mhm. Hier auf Auto. Nee, Quatsch. Gib mal auf Abbrechen. Mich wundert es bloß, dass da keine Felder drin sind bei euch. Auf Auto drauf. Irgendwie sind, aus irgendeinem Grund sind die Felder jetzt hier gelandet, aber das macht nichts. Einfach mal mit auf den grauen Pfeil überall draufklicken und dann kommen die darüber. Genau. Über, also bei jedem Feld. Genau. Und jetzt auf das Plus. Hier oben rechts. Genau. Okay. Da gibt es eine Option, das heißt so Field X. Da kann man dann, also man legt erstmal das Feld an und kann später mit diesem Field X die Felder wiederholen lassen, so wie dann sind da auch diese Icons nebendran, die, mit Plus, Minus und Sortieren. Und dann kann man mehrere Felder, mehrere Bilder dann auch hochladen unter einem Feld. Field X heißt es, wer sich es für später merken möchte. Kann ich noch irgendwo helfen? Ja, die Frage war, kann ich eine Bildergalerie auch machen? Und man kann jetzt mit dem, also man legt erst ein Bildfeld an und danach legt man ein Field X Feld an, heißt das. Also das ist auch in der Übersicht von den Feldern, Field X. Und in dem Field X sagt man, das basiert auf diesem Feld und dann erscheint das Feld wiederholt. Man kann es dann hinzufügen. Ich zeige es vielleicht einfach mal. Ja? Oder ich zeige es später. Genau. Können wir gerne machen. Field X. Okay. Kategorie schon eingestellt. Unten im Storage, in der Speicherung müssen wir Cut-ID auswählen. Das ist noch wichtig. Also auf den Doppelpfeil draufgehen und Cut-ID auswählen. Kannst du auch im Nachhinein machen, ja. Genau, also wenn man das Feld schon aus Versehen zugemacht hat, vor dem Feld ist ein Stift in der Übersicht. Einfach auf den Stift draufklicken und dann kann man das auch im Nachhinein nochmal korrigieren mit der Cut-ID. Genau. Mal kurz warten, bis es geladen hat. Und dann hier, das Dropdown und Cut-ID. Speichern, schließen. Das ist schon das letzte Feld. Und dann haben wir wahrscheinlich so eine Übersicht. Wer hat nicht so eine Übersicht, wenn er rausgekommen ist? So oder so ähnlich, ja? Irgendjemand nicht? Ja, super. Das Feld Kategorie, da haben wir die 10 eingetragen, damit
alles, was wir unter Auto eintragen, automatisch in die Kategorie Auto reinkommt. Das brauchen wir nicht mehr zu befüllen oder zu ändern. Deswegen gehen wir hier einfach auf der rechten Seite auf Verborgen. Und dann sehen wir das Feld auch nicht mehr, aber es ist im Hintergrund halt mit dabei und kümmert sich darum. Auf diese Art und Weise können wir auch unseren Kunden zum Beispiel ein Select Simple erstellen und dort sagen, Autos ist gleich 10, dann Motorräder ist gleich 11 und Fahrräder ist gleich 12. Und dann hat man einen Dropdown mit nur 3 Kategorien und dann kann man aus den 3 Kategorien auswählen, was man genau haben möchte. Und dann, das ist halt besser, als wenn der Kunde den ganzen Kategoriebaum hat. Okay, jetzt haben wir unseren Content-Typ schon fertig gebaut. Wir gehen auf Speichern, Schließen und gehen auf Inhalt, Beiträge erstmal in den Menüpunkt rein. Inhalt, Beiträge. Was jetzt noch wichtig wäre, nicht Inhalt, Beiträge und gleich im Kontextmenü auf Beitrag erstellen, sondern geht erstmal in Inhalt, Beiträge rein und dann erst auf das grüne Plus. Ja. Also im Menü, im Joomla-Menü auf Inhalt, ganz oben, genau, dann auf Beiträge und wenn es geladen hat, dann auf Neu. So, jetzt sehen wir hier ein Pop-up und dann können wir entweder einen Artikel erstellen oder ein Auto erstellen. Dann klicken wir auf Auto und dann sind dann unsere Felder drinnen. Die können wir später auch sortieren, also die haben wir ja vorhin durcheinander eingefügt, deswegen ist die Reihenfolge anders. Genau. Und jetzt müssen wir ein bisschen was arbeiten, damit wir auch was sehen. Ihr habt ja in der Umgebung ein paar Quartettkarten, tauscht die mal untereinander aus und tragt da was ein oder wer keinen Bock hat auf sowas, der kann einfach irgendwas eingeben. Genau, unter Titel wäre halt das G2, habe ich mir so gedacht, der Kartenname. Nein, da dann nicht. Also, genau, da geht's nicht. Aber, also, weil die Frage jetzt war, wenn ich auf Inhalt, Beiträge gehe und im Kontextmenü gleich auf Inhalt erstellen, dann kommt nämlich der Standard-Joomla, das Standard-Joomla-Formular. Und das kann man aber im Backend konfigurieren. Das kann man für sich einstellen, wie man haben möchte in der Cplot-Konfiguration dann. Also ich kann euch noch ganz, ganz viel erzählen, aber das ist halt passt nicht in den Workshop mit rein zeitlich. Wenn ihr wollt, kommt ihr einfach später auf mich zu und dann machen wir nochmal eine kleine Runde. Ach so, und ich habe die Bilder alle aus Wikipedia runtergeladen, mit Copyright versehen, könnt ihr euch auf content-construction-kit.de/autos.zip runterladen, dann habt ihr Bilder, die ihr hochladen könnt in euren Artikel. Man kann auch irgendein Bild einfügen, ja. Komm mal. Später, machen wir später. Ach, schon alles fertig? Wow. Super.
Dann hast du erstmal eine kurze Pause. Marc? Wo ist Marc? Sind noch ein paar Karten übrig? Ah, danke. Braucht noch jemand Ideen, was man eingibt? Okay, dann komme ich zu Barbara. Da? Ach so, nee. Das war ein Riesenstapel. Ich habe schon noch welche. Ist egal. Ja, wobei du halt in dem Select schon Marken eingetragen hast. Aber es ja, also die Frage ist jetzt hier noch, kann man auch PDFs hochladen? Es gibt ein Feld vom Typ Upload und da kann man sagen, ich will hier nur PDFs zulassen oder ich will alles Mögliche zulassen. Kann man dann die Inhalte vom PDF? Mhm. Ah, ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig. Also, kann man das kategorisieren, die PDFs kategorisieren? Ich gehe ins Frontend rein und gehe auf Datenblätter, Waschmaschinen und dann habe ich eine Liste von PDFs für Waschmaschinen. Oh, nee, das weiß ich nicht. Text kann man vergeben, ja. Ja. Also damit kenne ich mich halt nicht aus, was man mit ob man Inhalte von PDFs grundsätzlich auslesen kann, das weiß ich jetzt nicht. Da würde ich den Nils fragen, der da hinten sitzt. Kann man PDF-Inhalte auslesen und durchsuchbar machen auf einer Webseite? Also grundsätzlich schon, sagt Nils, und bei weiteren Fragen Nils, Gerald hat eine Teamantwort. Ja, wird. Wenn ich es quick and dirty machen würde, würde ich vielleicht noch ein Feld anlegen, wo ich das Zeug reinkopiere oder so, aber das ist alles bestimmt überlastet. Ja, nee. Sind alle noch beim Eingeben? Oder? Du bist ja schon lange fertig. Gibt ihr noch ein? Oh. Geh mal auf Speichern, weil das kann sein, dass das ein Darstellungsfehler ist. Ist nicht? Okay, dann einfach hier auf den grauen Pfeil draufgehen und draufklicken. Genau. Und genauso kann man es wieder. Das ist jetzt. Später, also es gibt noch einen Menüpunkt Felder und da kann man das dann löschen, dauerhaft löschen. Okay, während manche noch eingeben, zeige ich vielleicht noch mal kurz. Mal kurz gezeigt, wir haben ja hier auf der rechten Seite so Dropdowns. Und da ist ein Filter, wo auch schon mein App-Name vorausgewählt ist. Wenn ich jetzt ein Feld hier aus der App entferne, dann wird es automatisch hier einsortiert und ich kann dann auf den grauen Pfeil klicken und es hier wieder zurückgeben. Ich kann die Felder per Drag and Drop sortieren
Und wenn ich auf alle App-Ordner gehe, dann sieht man hier eine Vielzahl von Feldern, die schon vorangelegt sind, weil das halt einfach auch zum Beispiel Joomla, Artikel, Titel, Tags, Alias, diese Felder findet man hier in der Liste und kann die dann auch für seinen eigenen Content-Type verwenden. Also wir hätten jetzt gar nicht Kartenname, ein eigenes Feld machen müssen, sondern wir hätten auch einfach Artikel, Titel nehmen können und den verwenden können. Und auch mit Kategorie hätten wir das so machen können. Wir hätten das Joomla-Feld Category ID oder wie es heißt in der Liste, das weiß ich nicht auswendig, nehmen können. Und dann gibt es sogenannte Live Values, die kann man aus der URL übertragen oder man kann die einfach fest eintragen, dass die Kategorie schon vorausgewählt ist, wenn ich meinen Content-Type befülle. Sieht es aus mit dem Eingeben? Fertig? 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 Okay, jemand noch nicht fertig? Schreien? Super, dann machen wir gleich weiter. Jetzt verlinken wir mit dem Menü. Gehen auf im Joomla-Menü auf Menüs, Main-Menü oder wo auch immer ihr es haben wollt und dann auf neuer Menüeintrag. Und dann nehmen wir den Menüeintrag Autos, verlinken den Kategorieblock. Nein, wir nehmen nicht Seeplot als Menüeintragstyp, das machen wir später. Wir nehmen jetzt ganz normal Joomla Kategorie. Beiträge, Kategorieblock. Da habe ich leider kein Slide gemacht. Kategorieblock, genau. Und dann wählen wir die Kategorie Autos aus oder Auto. Und Menütitel noch. Genau. Okay. Und wenn wir das im Frontend uns anschauen, dann schaut es entweder so aus oder so, je nachdem, wie ihr die Optionen gemacht habt mit Auto und so, das könnt ihr noch ausblenden, aber in den Joomla-Optionen. Hier dann Menüpunkt. Okay. Schaut ja noch ein bisschen mager und leer aus, so. Grund ist dafür, weil wir da noch nichts dafür gemacht haben, dass es nach mehr aussieht. Geht nochmal ins Backend. In den Content-Typen Auto rein. Wir waren vorhin im ersten Tab drinnen fürs Backend-Formular. Wir gehen jetzt in den dritten Tab rein, Intro. Ich komme bei Form and Content-Type oder Formular und Inhaltstypen unter Seeplot. Vorhin waren wir im ersten Tab drinnen. Einfach auf Auto wieder draufklicken. Und dann auf Intro oben das dritte. Genau. So, und wenn das jetzt fertig geladen habt, seht ihr auf der rechten Seite, zum Glück haben wir Ordnung gehalten. Das passiert mir nicht so häufig. Dann haben wir jetzt alle Felder, die wir brauchen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel Bild, Marke und Modell mal rüberziehen, indem ihr auf den grauen Pfeil drückt. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann es aber sogar alles zusammen rüberschieben, indem man mit, ich glaube, Command die Felder markiert und dann auf den blauen Linkspfeil draufklickt. Also Bild, Marke, Modell reicht erstmal aus. Kann ich irgendwo noch helfen? Okay, ich komme. Kleinen Moment. Okay, hier gibt es ein kleines Problem, da haben die Beiträge keine Kategorie bekommen. Das kann sein, dass die Kategorie-ID falsch war. Prüfen wir hier mal.
Auto ist 10, ja, und komisch. Mhm. Dann auf Formular und Inhaltstypmanager. Auto. Man kann auch hier draufklicken, dann kommt man direkt in den richtigen Tab rein. Und dann Kategorie verborgen, das stimmt. Ein Stift. Das stimmt eigentlich auch alles. Ist da vielleicht ein Leerzeichen dahinter? Nee. Dann machen wir jetzt einen gleich ganz kleinen Trick. Gehen wir mal auf Schließen, weil ich weiß jetzt nicht, woran, was jetzt passiert ist. Das auch mal rausgehen. Und dann über Stapelverarbeitung in die richtige Kategorie reinschieben, die Beiträge. Also Inhalt, Beiträge. Alle mal markieren. Auf Stapelverarbeitung. Und dann, ich weiß nicht, warum. Genau, und jetzt auf Auto. Aus. Mhm. Okay. Und jetzt auf Formular und Inhaltstypen, auf Auto und dann auf den Intro-Tab, genau. Okay, ja. Entschuldigung. Und dann kann man jetzt hier das Bild rüberschieben, entweder wenn man auf den grauen Pfeil draufklickt. Genau. Richtig. Und dann zum Beispiel Marke und irgendwann und Modell. Da gibt es ja verschiedene die blaue Balken, Main Body, Top Body, Bottom Body. Das sind alles diese Positionen, die ich vorhin gezeigt habe. Man kann sich das so positionieren, wie man es haben möchte. Man könnte das Bild in die Seitenleiste reinlegen vom Template oder irgendwo. Also es ist, wie gesagt, das Template, was innerhalb vom Content-Bereich dargestellt wird. Es beeinflusst nicht euer Seitentemplate. Also wir haben jetzt nochmal das Problem, dass die Kategorie nicht festgelegt wurde beim Artikel. Da kann ich jetzt gerade irgendwie nicht sagen, woran das jetzt liegt. Ich glaube, ihr beide habt es nachträglich eingestellt. Dann geht es vielleicht doch nicht, dass man den Storage nachträglich ändert. Mach doch mal einfach einen Trick und mach über Stapelverarbeitung. Wählst du hier alle aus, also oben. Und dann Stapelverarbeitung verschiebst einfach dann in die richtige Kategorie. So, wenn wir die Felder jetzt in das Intro-Tab rübergesetzt haben, können wir beim Label das Wort Clear reinschreiben. Und das bewirkt, dass die Feldnamen nicht mit ausgegeben werden. Ihr könnt ein bisschen zwischen Frontend und Backend hin und her springen und gucken, was passiert. Also natürlich immer speichern dazwischen. Damit wir keine Überschrift Bild haben über dem Bild, einfach Clear reinschreiben. Ich habe auch gestern gehört, einen Trick, dass man auch einfach nur ein Leerzeichen eingeben kann. Aber dann sieht man vielleicht nicht auf Anhieb, dass man das Leerzeichen eingegeben hat. Von dem her ist es clear gar nicht so schlecht. Genau, du kannst entweder per Drag and Drop das reinschieben oder auf den grauen Pfeil einfach draufklicken. Bild, Marke, Modell. Kann ich noch jemandem helfen? Ja? Ach so. Seht ihr durch? Denk schon, ne? Okay. Dann haben wir jetzt, was will ich hier noch machen? Ach so. Hier will ich gleich noch die Artikelausgabe anpassen. Also wir gehen noch ins nächste Tab, Inhalt, und legen das auch noch gleich an. Da habe ich gleich die Position ein bisschen verwendet, damit man sich das vorstellen kann. Also das vierte Tab, Inhalt. Clear, genau. Also sieht man jetzt hier auf dem Slide auch, dass ich überall clear eingetragen habe bei den Labeln.
Genau, bei maximaler Geschwindigkeit habe ich max/km/h reingeschrieben. Das ist jetzt auch einfach nur ein Beispiel, dass man sehen kann, kann man alles reinschreiben, was man möchte als Feldbeschriftung. Entweder keine oder eine eigene oder irgendwas. Okay, dann gehen wir auf Speichern. Ach, ja, wenn wir noch im Artikel drin sind, das Seeplot ist so umfangreich, man kann so viel damit machen, das ist echt so toll. Vielleicht habt ihr die Zahlen hier unten schon mal bemerkt. Je nachdem, wo ich drinnen bin, verstecken sich hinter den Zahlen nochmal weitere Funktionen. Bei der 1 ist es jetzt zum Beispiel die Variation vom Feld, das ist verborgen oder was ist dann noch eigentlich? Ich habe das gar nicht verwendet bisher. Dann den Label ändern. Unter der 2 kann man diesen Live-Value eintragen, zum Beispiel aus der URL Daten übertragen oder einen festen Wert reinschreiben und mehr. Man kann Felder validieren. Bei der Eingabe. Man kann sagen, das Feld ist ein Pflichtfeld, damit auch niemand was vergisst. Oder sagen, hier, das muss eine E-Mail-Adresse sein. Unter dem Punkt 4 kann man Zugriffsrechte einstellen. Das ist auch eine super Funktion. Wir haben zum Beispiel ein Ausstellerverzeichnis für eine Messe aufgebaut und jeder Aussteller bietet ein Messeangebot an. Dieses Messeangebot dürfen aber nur Messebesucher ansehen. Aber Besucher von der Webseite können halt das Ausstellerverzeichnis ansehen, dürfen das Angebot nicht sehen. Also habe ich das Feld Messeangebot auf Besucher gestellt. Das gibt dann eine eigene Benutzergruppe Besucher und dann werden die nur für Besucher angezeigt. Genau. Mhm. So, und jetzt möchte man aber wissen, wo dieser Wagen steht und was der kostet. Mhm. Muss man sich halt einloggen, mit E-Mails registrieren und dann werden weitere Felder angezeigt. Genau. Genau. Also die Frage war, ob man jetzt dann auch, also mit Seeplot kann man ja die User-Anmeldung, Registrierung vollständig anpassen, dann kann man unendlich viele Felder einfügen und auf Basis dieser Felder kann man ja auch gleich die Benutzergruppe definieren. Und dann eben sagen, die Benutzergruppe Auto loggt sich ein und sieht dann die Preisliste von den Autos, aber die, die sich jetzt als Fahrrad angemeldet haben, die haben keinen Zugriff drauf. Und halt nicht nur ganze Listen, sondern eben auch Bestandteile davon. Das ist, kann auch sagen, ich habe ein Händlerverzeichnis und ich habe einen Händler A, Händler B, Händler C Priorität oder Preise und dann zeige ich den Händlergruppe A die A-Preise und C halt teurer. Genau, also Zugriffsrechte. Dann kann man Felder voneinander abhängig machen. Das war die Frage vorhin mit den, wenn ich jetzt BMW auswähle, dann zeig mir doch bitte auch nur BMW-Modelle an. Und dann kann man die Abhängigkeiten hier einstellen. Da geht man dann auf hinzufügen und dann kann man sagen, dieses Feld ist sichtbar, verborgen, ausgefüllt mit sonst was, wenn, dann und so weiter. Das ist immer abhängig davon, wo man gerade ist. Ich bin jetzt gerade im ersten Tab, im Backend und abhängig davon, wo man gerade ist, gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe jetzt mal rüber in das Inhaltstab, wo wir jetzt eigentlich vorhin uns bewegt haben. Und gehe auf 2 und unter 2 versteckt sich die Option Typografie. Und dann kann man zum Beispiel sagen, Bild wählen wir aus, ist Typografie Bild. Und dann wird Seeplot automatisch eine Lightbox für unser Bild erstellen. Das, wenn wir aufs Bild draufklicken, geht es dann groß auf. Wenn man auf das Plus draufklickt, kann man da nochmal speziell Retina-Einstellungen vornehmen, welches Bild wird angezeigt auf Retina und wie breit, wie hoch, welches Vorschaubild. Da gibt es unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten.
Wir können auch zum Beispiel sagen, dieses Feld soll fett ausgegeben werden. Oder es gibt halt ganz viele verschiedene Optionen. Es gibt auch die Option HTML, dann kann ich da auch nochmal die Ausgabe anpassen und ein bisschen HTML ums Feld herum bauen. Aber das machen wir jetzt nicht. Oder danach. Wie ist denn das genau mit der Zeit? Kleinen Moment. Wie viel? Ach, super. Toll. Ach so, Moment, ich starte das wieder, sonst sieht man es ja natürlich nicht. So. Inhalt, ja. Unter 2. Und dann hier ist ja dieses Dropdown-Feld und dann einfach Bild auswählen. Bild, genau, das reicht schon als Option. Später kann man unter Plus halt noch mehr einstellen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Genau. Das brauchen wir jetzt nicht. Das geht jetzt, das reicht schon. Stimmt, ist vielleicht von der Bildschirmauflösung her abhängig oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht. Komische. Unter Link könnte man zum Beispiel sagen, wenn man, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Intro-Tab sind, möchte ich auch das Modell mit den Artikeldetails verlinken, dann wählt man bei keine, sollen wir mal auf keine draufklicken, ich weiß gar nicht, welche Option, egal wo, genau, da kann man zum Beispiel einen Link zur Ansicht machen oder man kann ja auch später ein Feld anlegen, löschen. Und dann diesen Button verlinken mit der Option löschen. Das ist dann für die Verwaltung von den Inhalten ganz praktisch. Da ergibt es jetzt keinen Sinn, weil wir ja schon in der Artikeldetailansicht sind. Aber okay, kann ich noch irgendwo helfen? Ja, weil Model, in der Modelbox. Modelbox, ja. So, Höhe, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal 480 an. Oder, ja, irgendwas in der Richtung, aber wenn ich das dann abspeichern will, dann macht das nicht. Das ist so, ich kann es nicht. Okay, das weiß ich leider nicht, warum das nicht geht. Okay. Können wir uns später mal vielleicht anschauen. Mhm. Kannst du aber jetzt statt hier was einzustellen, im Artikel Content Type sagen, ich habe. Das Originalbild ist grundsätzlich 800x600 groß und Max Fit oder Stretch oder wie auch immer man das haben will. Und Thumbnail 1 ist 150x150, Thumbnail 2 ist 50x50. Und dann kann man hier einfach nur auswählen, wenn ich auf die Modelbox drauf gehe, öffne mir Thumbnail 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja. Das ist natürlich suboptimal. Ja. Ich glaube, über Escape kommst du auch raus. Okay. Ja, dann muss ich hier nochmal in diese Zeit oder Intro oder. Gut, ja, das mache ich dann. Mhm. Noch irgendwo Hilfe gebraucht? Super, also so sieht der Artikel dann wahrscheinlich aus, ungefähr. Je nachdem, wie man das umgesetzt hat. Komme. Ist lustig, wenn sich das jemand anschaut. Ich laufe dann immer hin und her, wie Bernd das Brot. Ja. Ja, das hat er auch das Problem. Da müsst ihr mal den Kollegen hier vorne ansprechen, warum das nicht geht. Ja. Lass das mal weg und. Bei der Konfiguration vom Bild kann man einstellen, halt Vorschaubild 1, 2, 3, welches generiert wird. Und dann kann man sagen, Standardanzeigen Vorschaubild 1 und in der Modelbox
Vorschaubild 2 zum Beispiel, dann kann man hier auswählen, was dann angezeigt wird. Ach so. Habt ihr rein zufällig, nee, ihr habt doch JCI die neueste Version drauf, ne? Das weiß ich nicht. Hm. Können wir uns dann später zusammensetzen. Seid ihr fertig? Jetzt machen wir nämlich noch eine Suche. Du bist im Inhalt gewesen. Gehen wir drauf ins Frontend und gehen wir auf Weiterlesen. Weil das dritte Tab ist ja Intro und das vierte ist die Artikeldetails. Genau. Also jetzt richten wir noch eine Suche ein. Dazu gehen wir wieder auf Seeblatt, in die Übersicht. Ach so, ist vielleicht auch noch interessant, ihr habt oben rechts ein Menü bei der Installation von Seeblatt hinzubekommen. Das heißt Construction oder Konstruktion. Und da könnt ihr eigentlich auch direkt drauf zugreifen. Ganz, ganz rechts Konstruktion und dann kann man da auch auf Listen und Suchtypen gehen. Genau. Dann gehen wir auf Neu. Dann, welche Art von Artikeln suche ich? Ich wähle Autos aus. Und dann klickt ihr mal auf Blog, dann schiebt sich das rüber und erscheint noch Tabelle. Und jetzt wählt mal Tabelle aus, dass das grau, dunkelgrau hinterlegt ist. Und dann auf Erstellen. Jetzt öffnet sich der List in Search Type. Und dann geben wir als Titel zum Beispiel Autosuche ein oder irgendwas oder Autoverzeichnis, was man möchte. Dann wählen wir auch brav unseren App-Ordner aus. Ja, ich komme zu dir. List in Search Tab und dann auf Neu, genau. Und dann wählen wir Tabelle aus und dann haben wir dieses Formular, also dann auf Erstellen, genau. Dann haben wir dieses Formular, wählen Auto als App aus und dann gehen wir erstmal auf Speichern, weil dann registriert natürlich wieder Seeblatt, dass wir in dieser App sind und stellt uns auf der rechten Seite dann die richtigen Felder zur Verfügung. Dann müssen wir die nicht suchen. Also die wären jetzt theoretisch auch schon verfügbar, aber so ist doch einfacher. Ganz oben seht ihr ein Feld, das heißt CCK. Das fasst ihr bitte nicht an. Bitte nicht anfassen, das Feld. Das ist dafür zuständig, der Liste zu sagen, auf welchen Content-Typ ich zugreife. Also einfach drinnen lassen. Das ist auch verborgen, also alles gut. Wer schon so weit ist, Button Search einzugeben, kann rechts in den Feldern erstmal auf alle, wie heißt das, alle? Da wo Auto vorher drin stand, gehen wir auf den Pfeil und dann ganz nach oben alle App-Folder erstmal. Und dann ist rechts eine Raute, da kann man zum Beispiel den Buchstaben B auswählen und schon ist die Liste ein bisschen kürzer geworden, dann kann man den Button Search sich noch rüberziehen. Was hast du nicht? Da hast du oben vielleicht vergessen, ein Auto auszuwählen als beim Erstellen. Nee, geh mal hier, das machen wir jetzt nachträglich schnell. Wähl mal hier alle App-Folder aus. Ganz oben. Und dann, warte mal.
ziehst du das hier rüber? Das obere. Mhm. Tu es mal hoch. Sortieren. Dann auf verborgen setzen. Hidden. Und dann gehen wir auf das 2 und wählen mal das hier aus, die Pfeile. Und wählen mal Autos aus. Auto. Speichern schließen. Okay, und dann die anderen Felder noch. Irgendwo Hilfe benötigt? Den Search-Button. Geht mal oben, wo Auto drin steht, auf der rechten Seite, auf, ganz nach oben auf alle App-Folder. Und bei der Raute wählen wir mal B aus und dann ist die Liste ein bisschen kürzer. Und dann ist. Nicht rechts, genau da. Search, genau. Genau. Und dann können wir im Label vom Button Search, steht ja Search drinnen, können wir schreiben Suche oder Auto suchen oder jetzt will ich endlich ein Auto finden. Okay. Bei dir? Super. Gut. Alle fertig soweit? Nee. Hast du? B. All Content Type. Hier, nee, da wo Auto steht. Ganz oben das auswählen. All App Folders. Und dann hier unter der Raute ein B. Und dann findest du den. Was jetzt noch möglich ist, wir legen ja jetzt eine Suche an. Wir können bei der Suche unter dem Punkt 3, ist es 3? Ja, unter dem Punkt 3 können wir Abgleiche festlegen. Also wenn ich jetzt in der Autosuche ein Feld PS habe, ist es total sinnlos, weil keiner sagt, ja, ich will ein Auto mit exakt 203 PS haben. Das weiß ja keiner. Vielleicht dann eher mindestens PS. Und dann können wir halt unter dem Button 3 sagen, wenn jemand hier in diesem Feld was eingibt, dann finde mir bitte alles, was gleich oder höher ist als diese Zahl. Und dann gibt es ganz verschiedene Abgleichsmöglichkeiten. Man kann Umkreissuchen machen, man kann ja, kleiner gleich oder ja. Kann man. Also die Frage war jetzt hier, kann man auch Suchfelder voneinander abhängig machen? Ja, das geht auch. Also ich kann jetzt zum Beispiel ein Feld anlegen. Ich kann ein Feld, was vorher gar nicht im Content-Typ existiert hat, kann ich jetzt hier in einem Suchtypen einfach anlegen, einfach auf Plus gehen und sagen Land. Und dann wählt man erst das Land aus und dann, abhängig von welches Land ich ausgewählt habe, zeige ich dann die Bundesländer an, die zu dem Land gehören. Und es kommt dann auch erst dann, nachdem man es ausgewählt hat, zum Beispiel. Oder wir haben bei einer Seite ist eine Kindereingabe und dann sage ich erstmal, reise ich mit Kindern an? Sage ich ja, nein. Weil wenn ich nicht mit Kindern anreise, ist dem Betreiber ja auch egal, wie viele Kinder es wären, weil es sind ja null. Also sage ich erstmal ja, dann kann ich sagen, wie viele. Und wenn ich dann eingegeben habe, wie viele Kinder das sind, dann kann ich dann auch sagen, wie alt die vielleicht sind. Also immer weiter, immer tiefer. Das wäre dann unter der 5, glaube ich.
nennt sich auf Englisch Conditional States, auf Deutsch weiß ich jetzt gerade die Übersetzung nicht, weil ich, wie gesagt, mit dem Englischen immer arbeite. Haben wir das soweit? Auf Englisch heißt es, lass mich mal gucken, higher or hier. Das geht nicht so weit, das gibt es noch nicht. So, dann gehen wir noch in den dritten Tab rein und stellen gleich unsere Ausgabeliste ein, wo dann die Autos ausgegeben werden. Wir haben ja ein Template ausgewählt, das vom Typ Tabelle ist. Das heißt, es wird dann in einer tabellarischen Übersicht werden unsere Felder angezeigt. Da könnt ihr jetzt einfach die mal reinschieben, wie ihr es wollt. Rechts sind die Felder ja angezeigt und dann in die, also Column A, B, C sind dann die Spalten von der Tabelle. Einfach rüberschieben wieder. Und da gibt es dann auch wieder die Typografie-Optionen, wenn man es haben möchte, dass man das dann, dass das Bild in der Lightbox aufgeht oder dass der Textfett angezeigt wird und so weiter. Man muss das Feld nicht ganz rausnehmen, wenn man es falsch abgelegt hat. Man kann innerhalb von der Liste einfach Drag and Drop machen. Das ist ganz komfortabel. Das rechts so ist jetzt am Beamer nicht so deutlich. Das ist so ein hellgraues Dings. Und dann kann man Drag and Drop machen. Man kann auch zwei Felder in eine Spalte einfügen. Das ist total egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ihr das genauso macht wie ich. Einfach rüber mit den Inhalten. Und dann legen wir einen Menüpunkt an. Oder, Entschuldigung, seid ihr durch? Speichern, schließen, Menüs, Main-Menü, neuer Menüpunkt. Und dann wählen wir jetzt diesmal halt nicht Beiträge aus, Beitragskategorie, Block, Dings, sondern C-Plot, Listen und Suche. Und wenn man das dann erstellt hat und im Frontend sich das anschaut, dann hat man dann ein Suchformular und dann können wir zum Beispiel Marke auswählen, auf Suche gehen und schon funktioniert das Ganze. Oh, was ist jetzt da passiert? Habt ihr Formular ausgewählt oder? Ja. Ach, vielleicht habt ihr alle Felder rein, das kann ja sein. Alles gut. Einfach mal auf Suche gehen. Ich habe weniger Suchfelder eingebaut, als da ist. Funktioniert das bei euch? Ja. Funktioniert einwandfrei. Just to say you, you have some issue
Oh, okay. Also das Problem, was manche hatten mit den Eingabe für die Modalbox, ist soeben behoben worden. So schnell geht das bei Seeblatt. Hat das jeder? Ja, dann haben wir das jetzt erstmal geschafft, was wir heute schaffen wollten. Ich bin total happy, weil der Zeitplan war sehr straff und ich freue mich, dass es so gut geklappt hat. Ich möchte euch auch, Moment, was wollte ich eigentlich noch machen? Genau, das wollte ich noch sagen. Jetzt habt ihr eine App gebaut. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht auf einer anderen Seite installieren wollen, aber wenn ihr jetzt ein Kontaktformular macht, braucht ja fast jeder Kunde. Geht in euren App-Ordner rein, ladet euch das runter und dann könnt ihr es einfach wie eine normale Joomla-Extension auf einer anderen Seite installieren. Und was kann Seeblatt noch? Das habe ich ja zwischendrin ja schon gesagt. Man kann komplette Immobilienportale damit bauen. Man kann halt eben weitere Felder einfügen, Abhängigkeiten zwischen den Feldern definieren. Das ist eine ganz grobe Auflistung. Datenbanken einbinden, man kann CSV-Daten importieren, das ist toll. Ich mache jetzt wieder ein Ausstellerverzeichnis für eine Messe und da gibt es schon eine Excel-Datei mit allen Ausstellern und wo sie sind und alles. Das muss halt dann niemand mehr per Hand eintragen. Die Daten sind schon mal drinnen und dann kann man noch Bilder hinterher schieben oder Logos und dann ist das sehr schnell fertig gebaut. Man kann Zugriffsrechte pro Feld einstellen, das haben wir jetzt vorhin auch als Beispiel gehabt. Man kann, es gibt verschiedene Templates von Seeblatt, die findet man auf der seeblatt.com-Seite, zeige ich jetzt gleich nochmal live. Man kann dann auch die Suchergebnisse auf einer Karte ausgeben, Umkreissuchen machen. Man kann statt dem Standard-Seeblatt-Template Overrides anlegen. Das ist sehr einfach, auch für Nicht-Programmierer, auch für Leute, die nur Standard-HTML können. Es gibt einen Codeschnipsel, der sagt, hier bitte das Feld ausgeben. Und es gibt ganz viele Anleitungen, auch auf Seeblatt zeige ich auch gleich, wo das beschrieben wird, wie es gemacht wird. Man kann Content-Typen miteinander kombinieren, zeige ich euch dann danach in der kleineren Runde, wenn ihr wollt. Wir haben zum Beispiel ein Portal für Arbeitsvermittlung, da wird eine Stelle beschrieben und innerhalb von dieser Stelle wird ein Content-Formular angezeigt, bei dem man sich für die Stelle dann auch bewerben kann. Man lädt ein Bild hoch, man lädt seinen Lebenslauf hoch und die Chiffrenummer wird automatisch ausgefüllt für den Bearbeiter. Also man kann die Content-Typen miteinander kombinieren. Man kann auch zum Beispiel eine Slideshow bauen. Ja. Man kann auch im Frontend die Beiträge, so wie wir es jetzt im Backend angelegt haben, kann man es auch das Gleiche fürs Frontend machen. Das heißt, unser Kunde muss überhaupt nicht mehr ins Backend rein. Er loggt sich auf der Frontend-Seite ein und dann haben wir speziell von uns erstellte Ansichten, in die wir reingehen können. Also so ein List and Search Type zum Beispiel und dann kann man da eine Verwaltung machen. Kann ich auch noch ein Beispiel zeigen. Dann können wir auch Besucherinhalte eingeben lassen von den Rechten. Das heißt eben, dass auch ein Kontaktformular möglich ist, ein normales. Da muss man halt dann die Rechte entsprechend einstellen und vielleicht noch ein Capture einbauen. Ja? Can I connect external database? Yes. Yes. Also Access-Anbindung geht jetzt nicht, aber vielleicht über Umwege. Also man hat, ja,
man hat immer irgendwie eine Möglichkeit, das notfalls mal bei Seeblatt fragen. Wie gesagt, es ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gewesen, aber man kann halt über Eingabe und Ausgabe ganz viel machen, Slideshows erstellen, sonst was. Und kleinen Moment. Das ersetzt halt alle möglichen Extensions. Ich brauche keine Kontaktformularkomponente mehr und Suchkomponente, sonst was. Ich habe alles in einem. Ich baue es halt selbst. War das eine Frage jetzt? Ja, genau. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel mit den Autos. Wenn es ein Frontend-Formular für eine bestimmte Nutzergruppe gibt, da wird ja im Hintergrund versteckt diese ID der Kategorie hinterlegt. Wenn man aber in den Quelltext reinschaut, müsste ja die ID irgendwo zu sehen sein, oder? Kann man das verhindern, sodass der User nicht in, also praktisch im Quelltext die ID verändert und in eine beliebige Kategorie was einschreibt? I think when a field is hidden in the edit form, it's hidden. The question is if the user sees the hidden fields, he doesn't see them. Also not in the source code. Does he? No. Also hidden fields werden nicht angezeigt. Are you sure? How does Seeblatt see the 10 ID? Based on the example, this application we've made. In the example, we used the hidden ID for the category ID, and when it's hidden, his question is how Seeblatt sees that it's how Seeblatt sees the contents. Also man kann es entweder sichtbar hidden machen oder nicht. Könnt ihr vielleicht danach noch mal besprechen? Okay. I just need to ask you deeper in this case. Thank you. Okay. Was ich euch noch zeigen möchte, die Webseite von Seeblatt. Ihr habt einen Bereich Resources und Menus. Ist nicht ganz sichtbar, aber hier, also wenn man jetzt sich die Anleitungen ansieht, kann man auch die deutsche Übersetzung dazu anschauen. Ich bin noch nicht mit allem fertig geworden, aber zum großen Teil. Hier sind keine Labels daneben, aber es sind auch schon die Übersetzungen hinterlegt unter German. Also da könnt ihr euch das anschauen. Und weitere Übersetzungen sind eigentlich, das ist auch schon übersetzt, das und fehlt nur noch wenig. Also wenn ihr euch die Anleitungen hier rausziehen wollt, könnt ihr das tun. Dann gibt es noch im Bereich Produkte. Da sind dann noch verschiedene Templates da, wie zum Beispiel dieses Maps-Template, bei dem man die Artikel in der Karte ausgeben kann. Oder es gibt noch so ein Masonry-Template, wo sich dann die Artikel responsive anpassen. Könnt ihr euch einfach mal umsehen, was es da so gibt. Und eine ganz tolle Sache ist dann Premium Membership bei Seeblatt. Wenn ihr das kauft, habt ihr Zugriff auf alle Apps und auch auf ein privates Forum und könnt dort eure Fragen stellen. Die Jungs von Seeblatt helfen sehr gerne. Und hätte ich eigentlich am Anfang machen sollen, aber möchte euch auch Sebastian vorstellen, ist der Kopf hinter Seeblatt. Can you stand up? Also wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch auch gerne an ihn. Und habt ihr noch Fragen?
dann kommt gerne später nochmal auf mich zu. Ich bin für euch da. Ihr könnt euch auch über Skype an mich wenden. Steht ja auch im Programm drinnen, mein Skype-Name. Und dann könnt ihr auch mal da fragen. Because she's doing an amazing stuff for all the German community with translation and so on. So thanks you, Elisa.